Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Heute möchte ich euch mal 12 Fehler aufzeigen, die ihr eventuell noch macht, die euch daran hindern, einen guten Start in eine Runde hinzubekommen, Kills zu machen oder den ein oder anderen Sieg mehr einzufahren. Das Video geht ein bisschen länger, aber den ein oder anderen Fehler muss man einfach ein bisschen ins Detail erklären, damit es einfach vernünftig erklärt wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Es lohnt sich wirklich und nach dem Intro geht's direkt los. Legen wir direkt mit dem ersten Tipp los. Ich nenne diesen Fehler der Absprung. Ihr seid quasi noch im Jumpship und ich zeige euch anhand einiger Bilder, was man da schon alles falsch machen kann. Ich zeige euch jetzt einfach mal, warum es nicht so schlau ist, am Anfang rauszuspringen in der Hotzone oder auf dem Supply Ship. Wir haben hier gerade die perfekte Route. Passt mal auf. Jetzt landen auf jeden Fall gleich hier ganz, ganz viele schon am Anfang. Hier springen, hier seht ihr schon, also normalerweise seht ihr hier einen wilden Regenbogen voller Farben, die alle an ein und derselben Stelle landen. Da jetzt aber hier das Supply Ship gerade die perfekte Position hat und ich jetzt einfach mal hier, alleine abspringe und mein Squad verlasse, um euch das hier zu zeigen. Und hier seht ihr perfekt, warum es keine gute Idee ist, am Start auf dem Supply Ship zu landen. Das waren jetzt zwei Teams locker. Drei Teams. Schaut, wie viele hier sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ihr als allererstes hier die geilste Waffe findet, ist verschwindend gering. Und genauso verhält sich das auch mit der Hotzone. Also ich gehe davon aus, dass jeder weiß, dass die Hotzone dieser blaue Kreis ist. Und ihr seht, meine Random Teammates landen jetzt genau da. Und kriegen wahrscheinlich auch gleich mega vor den Sack. Mega wichtiger Tipp fürs gesamte Spiel überhaupt. Ich mache jetzt mal was vor und ihr erkennt sicherlich den Fehler selber. Ich schieße jetzt hier im Training mal auf den Bloodhound. Und laufe vielleicht nach geradeaus, aber nicht nach links und rechts. Welchen Fehler habe ich wohl gemacht? Ich habe mich gerade zu dem leichtesten Ziel der Welt gemacht, denn der Gegner, wenn der sich auf mich zubewegt oder vielleicht auch nicht, oder er weicht ein bisschen aus, aber ich laufe nur geradlinig auf ihn zu, der kann mich mega easy treffen. Ich habe mich gerade quasi zu dem leichtesten Ziel gemacht. Wenn ihr den Gegner seht und ihr habt gerade keine Deckung, wechselt von links nach rechts. Striving nennt sich die ganze Geschichte. Ich blende euch hier mal ein Tipps und Tricks Video ein, was ich schon mal gemacht habe. Da gehe ich so ein bisschen darauf ein, wie ihr in Apex Legends besser werden könnt. Auf jeden Fall rotzt auf den Gegner, lauft von links nach rechts so ein bisschen. Wenn ihr vielleicht einen Scuff habt oder irgendwie die mega magischen Finger und könnt beim Zocken oder beziehungsweise beim Rotzen trotzdem springen, auch wenn ihr keinen Scuff habt, dann solltet ihr euch zum schwersten Ziel der Welt machen. Oder wenn ihr eine Deckung habt irgendwo, schaut immer mal raus, rotzt auf den Gegner, geht wieder in Deckung. Nächster wichtiger Tipp, ich mache euch mal was vor. Ich rotze jetzt mal meine Waffen so halb runter, auch die Sekundärwaffe. So, und ihr stellt euch jetzt mal vor, der Zustand eurer Waffen sieht genauso aus. Ihr seid gerade im Gunfight oder euer Team ist noch im Trouble. Ihr seid gerade vielleicht am Heilen oder irgendwas anderes, wollt euren Teammates helfen. Kommt auf den Gegner zu, rennt los. Scheiße, Hauptwaffe alle. Wechselt schnell zur Sekundärwaffe. Fuck, auch alle. In dem Moment hat der Gegner euch mitgekriegt. Ihr werdet runtergerotzt, seid tot, vielleicht euer ganzes Squad. Auf was will ich hinaus? Schaut, dass die Haupt- und die Sekundärwaffe immer nachgeladen sind. Egal wie viel Trouble gerade ist, egal wie viel Trouble eure Teammates gerade haben. Geht lieber erstmal in Deckung, schaut, dass die Waffen nachgeladen sind und rennt dann in den Gunfight. Und natürlich gilt dasselbe, nächster Tipp gleich hinterher, mit der Heilung. Seid nicht so dumm. Und ihr seid in Trouble, wie ich es gerade gesagt habe. Ihr seid kurz vor Tod, wollt euren Teammates schnell helfen. Nichts ist wichtiger, als dass ihr euch trotzdem erstmal komplett heilt, eure Schildzellen reinballert. Wie sehr euch das im Zweifelsfall den Sieg kosten kann, zeige ich euch jetzt mal mit meinem Teammate Halbsteif. Einer ist down. Nur noch der eine oben drauf. Oh, er hat mich. Hier. Der ist der Letzte. Wo? Hinterm Auto. Der kriegt, der ist links. Ja. Da hoch, oben drauf. Oh, ich hab.
Fuck, ich wollte gerade noch mich heilen. Nächster Fehler würde ich einfach mal den Zipline-Fehler nennen. Richtet sich natürlich hauptsächlich an alle Pathfinder-Spieler oder Teammates, die nicht mit dem Pathfinder unterwegs sind, aber einen Pathfinder im Team haben und gerne so ein bisschen mit der Zipline unterwegs sind. Ich zeige euch mal ein paar Bilder, was ich genau meine. Ihr stellt eine Zipline, egal in welcher Situation. Rechnet immer damit, wenn ihr auf dem Weg irgendwo hin seid, dass hinter euch vielleicht Gegner sein könnten, die euch hinterher folgen und ihr es vielleicht gar nicht mitkriegt. Also im Zweifelsfall immer nochmal zurückschauen, schauen, ob da einer kommt oder einfach mal die Lauscher spitzen und einfach gucken, ob ihr verfolgt werdet. Fehler Nummer 6, schmeißt mit euren ultimativen Fähigkeiten nicht wild umher im Trouble. Was meine ich genau? Euer Squad ist vielleicht irgendwo mitten im Gefecht und aus der Hektik heraus schmeißt ihr zum Beispiel vom Gibraltar, von Bangalore oder vom Caustic den Ulti mitten in die Masse und ihr steckt mittendrin. Die Raketen von Bangalore und von Gibraltar schaden euch selbst, verlangsamen euch. Im Zweifelsfall werdet ihr gesandwiched und von außen seid ihr so ein leichtes Ziel, weil ihr euch nicht mehr schnell bewegen könnt. Auch vom Caustic, der Ulti verlangsamt euch, das wäre richtig blöd. Oder wenn ihr in irgendeinem Haus seid und ihr habt einen Caustic im Team oder seid selber der Caustic, schmeißt die Gasfallen mit Bedacht in bestimmte Ecken, wo es eure Teammates, wenn sie ausgelöst werden, nicht verlangsamen können. Das kann euch im Zweifelsfall, wenn ein Haus gepusht wird, den Sieg kosten oder ihr geht einfach jämmerlich drauf. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Deswegen würde ich euch raten, wenn ihr irgendwo im Trouble und in einem kleinen Haus seid und ihr habt einen Gibraltar, schmeißt einfach den Airstrike mitten in das Haus, dann regnet es um das Haus drumherum die Raketen runter und ihr seid safe und bekommt keinen Schaden oder werdet nicht verlangsamt von den Raketen. Fehler Nummer 7, den ich selbst sehr häufig noch immer nicht beherzige. Was meine ich? Der Finisher-Fehler. Und zwar möchte ich euch damit sagen, im Zweifelsfall Pros und Kontras, was dafür spricht, den Finisher auszuführen oder eben auch nicht. Ich meine jetzt die Animation im Mortal Kombat Style, nicht den Gegner runterschießen, denn in dieser Animation seid ihr verwundbar und könnt im Zweifelsfall komplett runtergeballert werden. Pros für das Finishen. Es ist ein Gegner weniger im Squad, das ist Fakt. Kontra ist halt, ihr könnt während dieser Animation so richtig hart weggeballert werden. Kontra, wenn ihr es nicht macht, wenn die Gegner zusammen kommunizieren können, weil es vielleicht ein befreundetes Squad ist. Der gedownte Gegner kann immer noch Callouts an seine Teammates machen. Das heißt, er sieht vielleicht eure Teammates, wissen, wo die langlaufen, machen Callouts, Achtung, geht gerade ins Haus, Treppe hoch, klettert aufs Dach und so weiter. Und was natürlich auch ein Nachteil ist, wenn ihr euch richtig dumm anstellt, der Gegner kann natürlich geheilt werden. Das sind die Pros und Kontras, was dafür oder dagegen spricht, die Leute zu finishen. Finishen würde ich euch raten, wenn ihr in einem Squad unterwegs seid, mit denen ihr kommunizieren könnt über Headset. Also quasi nicht mit Randoms. Mit den Randoms sprechen die wenigsten. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr mit Randoms unterwegs seid, mit denen ihr euch nicht verständigt, hört auf zu finishen, ohne Scheiß. Das ist absolut sinnlos, hat mich schon einige Siege gekostet. Ich würde das nur machen, wenn ihr mit Teammates unterwegs seid, mit denen ihr sprechen könnt. Da könnt ihr sagen, Achtung, ich habe einen gedownt, soll ich finishen? Passt zur Situation, haben deine zwei Mates die Situation unter Kontrolle. Der Minimap-Fehler ist Fehler Nummer 8, den ich euch erklären möchte. Was meine ich genau? Achtet einfach immer auf eure Minimap. Egal ob mit Randoms oder mit Stammmates. Ihr landet irgendwo vielleicht, wo viel Loot liegt. Ihr driftet zu weit auseinander. Irgendeiner kriegt vielleicht nicht genug Loot ab. Oder ihr driftet einfach so ab. Jeder hat für sich guten Loot. Aber es pusht euch ein Team zusammen. Und ihr geht jeder einzeln für euch drauf, weil ihr euch gegenseitig nicht unterstützen könnt. Ihr solltet immer darauf achten, auch gerade mit Randoms, wenn ihr irgendwo lang lauft. Es ist für euch alleine immer einfacher, den Randoms hinterher zu laufen, als dass ihr irgendwas anpingt, wie die Bekloppten, und eure Randoms folgen euch trotzdem nicht, weil sie selber so einen Dickschädel haben und es einfach nicht erkennen, was ihr gerade vielleicht für eine Idee habt. Also irgendwo landen, wo vielleicht viel Loot liegt, wo ihr nicht so weit auseinanderdriften könnt, oder immer euch an eure Mates klammern. Ganz einfache Geschichte, sonst wird jeder von euch einzeln hops genommen und ihr steht da und die Runde ist schneller zu Ende, als ihr angefangen habt. Nächster wichtiger Tipp, Inventar sauber halten. Was meine ich? Ihr seid vielleicht gerade im Endfight,
habt vielleicht keine Heilung mehr, wollt euch Heilung aufnehmen und euer Inventar sieht beispielsweise jetzt so aus. Ihr habt ein Magazin, was ihr überhaupt gar nicht braucht, wie zum Beispiel für eine Energiewaffe. Wollt jetzt vielleicht hier eine Schildzelle aufheben oder Heilung oder sonst irgendwas und müsst im Trouble erstmal euer Inventar sauber machen, quasi alles rausschmeißen, was ihr überhaupt gar nicht braucht und könnt dann die Schildzelle, Heilung oder sonst irgendwas aufnehmen und in der Zeit hat euch der Gegner schon im Visier, rotzt euch weg und ihr geht direkt drauf, habe ich selbst oft im Endkampf schon oft erlebt und es kostet euch im Zweifelsfall den Sieg oder einen Teammate, den ihr vielleicht nicht helfen könnt und so weiter. Ganz wichtiger Tipp. Fehler Nummer 10, das Mod-Problem möchte ich das einfach mal nennen. Was meine ich damit? Haltet euch nicht damit auf, eine Prowler oder eine Alternator oder eine Havoc aufzuheben, in der Hoffnung, dass ihr den Mod dazu findet. Die Prowler selber, mit der kann ich nur umgehen, wenn ich diesen Feuer-Receiving-Mod habe, damit ich vollautomatisch schießen kann. Oder die Havoc ist nur dann richtig, richtig stark, wenn ihr einen Turbolader findet. Die Alternator, die würde ich vielleicht sogar mal ausschließen, weil die ist auch ohne die Disruptor-Rounds sehr, sehr stark. Und deswegen würde ich euch raten, wenn ihr mit den Waffen nur umgehen könnt, wenn ihr den Mod findet. Ihr findet aber zuerst die Waffe und nicht den Mod, dann lasst es lieber bleiben. Dann lasst, nehmt die Waffe erstmal auf, wenn es die erste ist, die ihr findet, aber vergeudet nicht die Zeit, um krampfhaft nach dem Mod zu finden und ihr findet ihn sowieso nicht. Deswegen, wenn ihr nachher eine Waffe findet, wie die Spitfire, die Flatline als Beispiel oder die 301, dann wechselt lieber die Waffe, als zum Schluss drauf zu gehen oder mittendrin, weil ihr nachher den Mod nicht habt. Ihr kennt das Problem mit der Havoc, ihr wollt ballern und es dauert ungefähr eine halbe Sekunde, bis die ersten Schüsse kommen. Die ist zwar dann sehr, sehr stark, aber die halbe Sekunde, da seid ihr schon locker. Dann, wenn ihr ein lila Schild habt, ist das lila Schild schon lange runtergeballert, bis eure Havoc erstmal geschossen hat. Sinn sollte klar sein. Kommen wir zum nächsten Fehler. Fehler Nummer 11, damit der vorletzte, der Loot-Fehler. Was möchte ich genau damit sagen? Teilt euren Loot. Wenn ihr gerade am Anfang seid, du hast vielleicht zwei richtig hammergeile Waffen gefunden, ihr habt aber einen Teammate dabei, der nichts gefunden hat, weder eine Rüstung, weder Heilung, Schildzellen, noch irgendwas, gebt den eine Waffe ab, egal wie schlecht, egal wie stark, Hauptsache euer Teammate kann sich verteidigen. Oder wenn dein Teammate oder du selber keine Heilung hat, keine Schildzellen nach einem Gefecht oder so, sag Bescheid hier, ich brauche Schildzellen, ich brauche Munition, ich brauche sonst irgendwas. Sinn sollte klar sein, sprecht euch nach einem Gunfight oder irgendwas ähnlichem ab und sagt, was ihr braucht. Teilt das miteinander, natürlich in einer Situation, wo es passt und ihr vielleicht nicht irgendwo gepusht werdet, damit jeder sich wieder verteidigen kann, heilen kann und so weiter. Kommen wir zum letzten, 12. Fehler, den man begehen kann, der Push-Fehler. Nichts ist wichtiger als im Team, wenn ihr einen Gegner seht, dass ihr im Team zusammen pusht. Ich kenne es ganz oft, ich habe hier und da Stammmates, die sehen einen Gegner und pushen vor, rennen und sind alleine und dann kommt das gesamte gegnerische Squad auf einen alleine zu und geht sofort drauf. Also, wenn ihr Gegner seht, anpingen, gemeinsam pushen, nicht jeder für sich alleine und im Zweifelsfall, wenn es irgendwie möglich ist, das miteinander abzusprechen, ihr erkennt natürlich, wenn ihr die Legenden seht, wenn ihr das viel spielt, erkennt ihr einen Kaustik oder eine Bangalore von Weitem schon, dann sagt, was weiß ich baller auf Bangalore, damit alle vielleicht, alle drei auf Bangalore rotzen. So ist eine gegnerische Legende für sich schneller runtergeschossen, als wenn sich jeder für sich alleine eine Legende holt. Und im Zweifelsfall, wenn einer wegrennt, rennt vielleicht nicht wie ein Bekloppter hinterher, alleine weil ihr wisst, Mensch, der Gegner ist low. Der versteckt sich vielleicht in irgendeiner Ecke, wo ihr nicht damit rechnet, heilt sich wieder hoch, der knallt euch weg, obwohl ihr euch eurer Sache schon mega sicher wart. Also immer zusammen im Squad pushen und nicht alleine, egal wie sicher ihr euch eurer Sache seid. Das war's mit allen Fehlern, die ich euch jetzt aufzeigen wollte. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen die Augen öffnen können, sage ich jetzt einfach mal. Lasst einen fetten Daumen für das Video, da würde mich sehr, sehr drüber freuen. Wenn ihr keine Tipps und Tricks Videos für die Zukunft und Infovideos von Apex Legends verpassen wollt, seid ihr auf diesem Kanal genau richtig. Lasst wie gesagt ein Abo da, wenn ihr neu seid, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Knallt die Kommentarsektion voll, wie euch das gefallen hat. Habt ihr vielleicht sogar den ein oder anderen Fehler, den ich vielleicht vergessen habe? Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn genug zusammenkommt, könnte ich vielleicht dann nochmal ein Folgevideo machen. Das soll es von mir jetzt gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.